Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Kollegen, heute an einem ganz anderen, an einem wunderbaren Ort mit der wunderbaren Marion Stahl. Ich habe euch letzte Woche schon versprochen, dass ich diesmal einen Gast mit dabei haben werde. Und wie ihr seht, ja, sind wir hier in einem fantastischen Ort. Und das ist kein Urlaubsort, sondern, liebe Marion, das ist ein Seminarort. Was macht ihr hier? So sieht die Welt aus, genau. Ja, wir machen hier ein Seminar mit der Ewald Krause Academy. Wir sind vier Gesellschafter, die Susanne Krause, das Sven Ewald, der Felix Lang und ich. Und wir veranstalten seit 2019 Ja. zweimal im Jahr, sofern es Corona zulässt, Seminare auf Teneriffa. Ja. Und ich durfte Teil sein von diesem wunderbaren Seminar jetzt dieses Mal und möchte das zum Anlass nehmen, mit Marion einfach über unsere Branche zu sprechen. Wir haben jetzt Ende September, heute genau ist der 28. September, an dem wir dieses Video halt aufnehmen. Und ja, der Oktober steht vor der Tür und der bringt viele Veränderungen für alle Menschen, für unsere Gesellschaft, aber eben vor allen Dingen auch für unsere Branche. Mein Name ist Heiko Schneider. Ich bin hier auf diesem Kanal immer für euch unterwegs, um neue Informationen aus der Branche zu holen. Und wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, dann vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, weil dann bekommt ihr jedes Mal eine Information, wenn ihr die Glocke gedrückt habt, wenn wieder ein neues Video hochgeladen wird. Ja, und von daher, liebe Marion, freue ich mich jetzt auf ein Gespräch mit dir zum Thema Friseurbranche. Was steht uns bevor? Du hast ganz viele Friseure in deiner Beratung und du hast so einen Überblick über die Branche. Und deswegen bin ich so ein bisschen gespannt, wie du im Moment unsere Branche einschätzt und wie du im Moment so die nächsten Wochen und Monate siehst. Erstmal vielen Dank, Heiko, dass ich mit dir der erste Gast in deinem Talk sein darf. Und ja, wer mich erkennt, ich heiße Marion Stahl. Ich habe zusammen mit dem Felix Lang eine weitere Firma, also diese Seminarfirma ist eine Firma. Und wir haben noch die Die Friseurberater. Friseurberater, ne? Also wir Genau. blenden hier mal die Website ein, da können sich alle ein Genau, bisschen perfekt. näher informieren darüber. Und Felix und ich haben uns auf die Friseurbranche vor, wow, keine Ahnung, 14, 15, 16 Jahre spezialisiert. Ja. Wir beraten eigentlich ausschließlich fast nur Friseure. Und natürlich haben wir gerade zu dem Zeitpunkt immer sehr, sehr viele Nachfragen. Wie geht es weiter? Was sollen wir tun? Und so weiter. Das ist ganz schwierig, weil es gibt keine Rezeptur. Es gibt keine Rezeptur, wo wir Im sagen Moment nicht, können, ne? Weil nee. es ist es ist nichts, was man kopieren kann aus einer früheren Zeit, sondern es ist wirklich gerade im Prinzip mal so alles neu, ne? Ganz genau. Wir hatten ja zwischendrin Corona, da hatten ja Friseure tatsächlich wirklich auch Unglaubliches geleistet. Und es war einfach wichtig, Ruhe zu bewahren. Und letztlich ist es eine ähnliche Situation. Also wichtig, also rein mental ist es wichtig, Ja. nicht durchzudrehen. Null durchzudrehen, weil wir wissen überhaupt nicht, was am 23. März oder was am 17. Februar. Ja. Wichtig, was wir unseren Kunden immer auf den Weg geben, ist, dass man einfach mal seine Zahlen richtig analysiert und schaut, wie sind meine Kosten. Wo kann die Reise hingehen? Einfach vielleicht mal neu kalkulieren und zwar mit entsprechend steigenden Kosten. Mit entsprechend steigenden Kosten für den Bereich Energie, aber eben auch für den Bereich Material, weil es gibt, ohne jetzt Partner aus der Industrie das so zu nennen, es gibt bereits drei Erhöhungen, bei manchen schon bereits im Jahr und Also da es. würde ich ganz gerne mal drauf, weil das ist, glaube ich, eine Blaupause, die wir uns von den großen Unternehmen tatsächlich auch nehmen können. Ich habe das in einem früheren Video hier schon mal gesagt, wo es um Preisstrategien ging. Also das Erste erstmal finde ich, glaube ich, ist wunderbar, ist ein bisschen Ruhe zu bewahren, weil ich glaube auch alle Chefs sind nach den letzten 2 Jahren irgendwie so ein bisschen mental auch am Limit und es ist ganz wichtig, ja, mental die Stärke zu Ja, wir behalten. haben zu Corona-Zeiten haben wir bereits gesagt, es ist unglaublich wichtig, Ruhe zu bewahren. Alles ist eine Chance. Ja. Es klingt abgedroschen, aber auch das ist erneut eine Chance, sich auch ein Stück weit neu zu positionieren, Ja. neu aufzustellen, einfach mal wieder neu zu analysieren, mal eine Konzeption zu überlegen. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die ganz wichtig sind Gibt es momentan. denn viele Friseure, die gerade ihr Konzept auch ändern? Also richtig so diese Positionierung, wo ihr neue Positionierung mit Friseurunternehmern gemacht habt? Also haben wir tatsächlich, also wir haben, Felix, wir haben derzeit sehr viele Termine diesbezüglich, dass Leute mehr mit Nischen oder mehr Alleinstellungsmerkmale. Wir waren Ja. ja auch auf der Roadshow mit vertreten, wo wir auch sehr viel zu dem Thema Upselling auch erzählt haben. Und zwar auch einfach Ja. mit dem Kunden, den du bereits hast, versuch mit dem durch mehr Dienstleistungen oder durch ein besseres Qualitätsmanagement oder überhaupt ein Qualitätsmanagement einzuführen. Einfach versuchen auch mehr Umsatz womöglich zu machen. Und gibt es da einen Trend in der Branche, also wo man sagen kann, es geht mehr zu
hochwertigen Konzepten. Definitiv, geht mehr zu. Also das es geht mehr in die Wellness-Richtung, tatsächlich. Ja. Es geht viel mehr in die Wellness-Richtung momentan, ja. Und das ist eigentlich erstaunlich, ne? Weil, ich sag mal, dieser Wellness-Trend kommt ja aus Amerika, so seit vielen Jahren, aber ich hatte immer so das Gefühl, in Deutschland hat er sich nicht so richtig durchgesetzt. Aber im Moment ist... Nee, tatsächlich ist es so. Also wir haben sehr, sehr viele, die viel mehr in Richtung Beauty, also sehr viel Augenkosmetik noch mit anbieten, also Zusatzdienstleistungen wie Henna Brows oder Wimpernlifting. Mhm. Sehr viel geht in die Richtung auch Haarverlängerung. Ja. Also bei Haarverlängerung machen das ja im Salon halt auch, habe ich so das Gefühl, das ist inzwischen so als Normalität angekommen. Ne? Also eine Haarverlängerung ist eine Dienstleistung, die dazugehört. Ne? Also nicht Haarverlängerung im herkömmlichen Sinne, dass ich einfach nur in die Haare reinmache, sondern dass man 3-4 Systeme im Salon hat und sich darauf spezialisiert. Also Tapes, Bondings, Dressen. Mhm. Das muss ich sagen, das hatten wir jetzt die letzten Monate beobachtet, dass in die Richtung auch einiges funktioniert. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt ja auch Frank zum Beispiel dabei, Promann. Ja, das ist zum Beispiel auch was, wo viele Menschen sich derzeit auch spezialisieren, dass sie sagen, ich möchte noch was anderes mit anbieten im Bereich Schnitt zum Beispiel. Ich möchte mich einfach abheben von dem, was möglich ist. Ja. Und ich möchte meinem Kunden den besten oder die bestmögliche Dienstleistung bieten oder mehr bieten als ein Nachbarsalon. Ne? Mhm. Also würde ich mal sagen, so zusammengefasst so ein bisschen der Trend, schauen, was kann man wirklich upselling, was kann man noch an Dienstleistungen obendrauf setzen und nicht nur überlegen, unsere Dienstleistungen, die wir bis jetzt angeboten haben, im Preis zu erhöhen, sondern andere Dienstleistungen zu machen. Das war ja im Übrigen auch Thema in meinem Video Preisstrategie. Wir blenden hier oben auch nochmal den Link dazu ein, also wer es noch nicht gesehen hat, dann dort auch nochmal reinschauen, wenn ihr möchtet, zum Thema Preisstrategie. Und freue ich mich, dass du das also mir sozusagen hier bestätigst und sagst, okay, das ist ein Trend draußen in der Branche. Ja, also was wir auch festgestellt haben, ist, dass es sehr viel auch der Kunde an sich, der will auch was anderes erleben. Der Kunde will nicht mehr diesen herkömmlichen Friseurbesuch. Ja. Der will viel mehr so dieses Lifestyle, dieses ganzheitlich Beratende. Also auch das ist sehr, 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 sehr wichtig. Aber einfach nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Preisanalyse und Preiskalkulation. Ja. Ne? Dass eben vielleicht unsere Zuschauer, wenn sie ihre Preise eben, wie gesagt, neu anpassen, eben auch dabei bedenken, dass es andere Löhne gibt noch. Ja. Material hatten wir schon gesagt, aber eben auch Energie hatten wir auch schon gesagt. Aber alles andere drumherum, egal was es ist, ob es Alufolie ist, ob es Milch ist, ob es Kaffee ist, egal was es ist, man muss das sogenannte sonstige Kosten, auch die muss man einfach etwas anheben, um einfach seinen Preis, seinen Minutenpreis, seinen Stundenpreis, keine Ahnung, wie die Leute unterschiedlich sich alles errechnen, das muss ich einfach bedenken und auch keine Angst haben, den Preis weiterzugeben. Ja. Ich hatte das vorhin deswegen so gesagt mit der Industrie, dass es tatsächlich für uns eine Blaupause sein kann, weil ich meine, die Industriekonzerne, die haben natürlich auch ihre betriebswirtschaftlichen Abteilungen, ihre Berater, ihre Vorausschau. Und ich meine, wenn schon unsere Zulieferindustrie 3-mal im Jahr die Preise angepasst hat, dann ist das einfach auch eine Sache, wo wir sagen können, naja, es reicht eben nicht mehr nur eine Preisanpassung, sondern lieber in kleineren Schritten und öfter die Preise anzupassen. Und zwar alle 2-3 Monate, je nachdem, was für Kosten bei uns reinkommen. Seien es jetzt im Oktober die Löhne, seien es das die Materialkosten, seien es die Sachen. Also kleiner Schritt und öfter, das ist das so. Ist natürlich eine Möglichkeit. Man muss immer unterscheiden, bin ich jetzt ein Supermarkt oder bin ich eben ein Dienstleister? Und der Kunde weiß ja noch genau, was er beim letzten Mal bezahlt hat. Seine ganzen vielen Einkäufe, die kann er sich nie mehr merken. Der merkt vielleicht, dass der Liter Milch bei 1,39 € ist. Aber er weiß genau, ich habe es jetzt mal beim Friseur, keine Ahnung, 108 € bezahlt. Mhm. Und wenn natürlich heute 108, nächstes Mal 111, nächstes Mal 117, dann 123, muss jeder für sich entscheiden. Also ich bin da nicht ehrlicherweise ganz bei dir. Okay. Ich würde nicht alle paar Wochen erhöhen. Ich würde dann lieber, wenn, 2-mal im Jahr anpassen. Dass der Kunde dann einfach regelmäßig kommt, im Monatstakt oder 6- oder 8-Wochentakt, nicht jedes Mal einen anderen Preis tatsächlich hat. Mhm. Na, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt heute 200 Gramm Bierschinken habe, 6x 218 Gramm, da weiß das der Kunde. Ne? Aber deswegen muss man halt immer eine gute Beratung vorab auch machen und dem Kunden das auch einfach mitteilen. Es ist einfach gerade unheimlich differenziert und komplex. Absolut, absolut. Gibt es noch andere Trends? Gibt es etwas, was du zum Thema Mitarbeiter sagen kannst? Ja, das Thema Mitarbeiter ist natürlich auch, finde ich, ganz wichtig, weil der Mitarbeiter hat ja die gleichen Probleme, die wir alle auch haben.
Und er hat einen Brutto- oder einen Nettolohn, den er jeden Monat auf sein Konto bekommt. Und ich kann nur kurz berichten, meine Schwester hat eine Anpassung gekriegt jetzt für Gas von 257 Euro. Und die lebt mit ihrem Mann jetzt nicht irgendwo im Schloss so groß wie Ludwig der 14. Ja. Also sie haben ein ganz normales kleines Haus. Und die sind angefasst worden auf 677 Euro Gas. Also mal drei. So. Genau. Auch, ne? Und wurde schon mal angepasst. Also dieses Jahr insgesamt um 500 Euro. Und da müssen wir natürlich auch mit unseren Mitarbeitern definitiv ins Gespräch gehen, ja, wie wir vielleicht ein Stück weit auch unterstützen können. Vielleicht mag der ein oder andere mehr Stunden arbeiten und oder vielleicht kann man Provisionierung irgendwie, also ich glaube, da ja, sind wir schon auch gefragt. Also ich glaube, dass das tatsächlich auch in den nächsten Wochen, Monaten kommen wird, weil bis jetzt ist es ja so, dass auch Mitarbeiter so diese Sachen nur aus den Nachrichten kennen und erst wenn du es ganz konkret auf deinem eigenen Briefkasten hast, erst dann wird es ja richtig, richtig real. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es diesen Trend geben wird, dass vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter kommen wird zum Chef und sagen wird, Chef, Work-Life-Balance war eine gute Idee, aber im Moment muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen mehr vielleicht arbeite, um ein bisschen mehr zu verdienen, um einfach über die Runden zu kommen mit meiner Familie. Ja, also der Staat hat uns ja auch die Möglichkeit gegeben, Inflationszuschüsse zu gewähren. Das bedeutet, du darfst wie bei der Corona, diesen Corona-Zuschuss, wie es hieß, bis zu 3.000 Euro steuerfrei und... Ist aber schon ein krasses Thema, ne? Weil ja, ja, die Chefs der Staat legt es auf uns um. Wahnsinn, ne? Er wälzt es ab. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, ich meine, wir reden ja nicht von jedem Monat 3.000 Euro, aber vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, gerade wenn man seine Preise angepasst hat und der Mitarbeiter halt auch wirklich versucht, sein Bestes zu geben. Ja. Ihn da ein Stück weit auch zu unterstützen. Also ich halte es für sehr wichtig, aber auch da muss wieder jeder für sich entscheiden, was er natürlich Also ich bin auch noch am Überlegen, wie man damit umgeht, weil logischerweise, also wir haben 30 Mitarbeiter, ich kann ja, er kann nicht jeden Monat 1.000 Euro mehr geben. Das aber vielleicht ist es eine Variante, um tatsächlich auch Lohnerhöhungen, Lohnanpassungen im Sinne von Netto gleich Brutto dann zu geben, dass ja, ist vielleicht etwas, worüber wir auch gerade eben nachdenken müssen. Ich habe es bis jetzt bei mir ein Stück weit weggeschoben, weil ich es auch eine Frechheit von der Politik fand, was die da so raushauen. Aber gut, es wird vielleicht auch ein Mittel sein. Bei manchen kommt es vielleicht auch erst nächstes Jahr im Frühjahr an, wenn die ganzen Abrechnungen oder Nebenkostenabrechnungen kommt. Und vielleicht muss man auch da nochmal ein Stück weit unterstützen. Aber letztlich, es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch seinen Mitarbeiter irgendwo ein Stück weit zu motivieren. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz... ganz, ganz wichtiger Punkt momentan, ihn auch abzuholen. Also wir machen die Erfahrung, Felix, nicht derzeit, dass ganz viele Unternehmer Angst haben und wir geben auch auf den Weg, sprecht mit euren Mitarbeitern, nehmt euch die Zeit, mindestens einmal im Monat momentan, auch weil die haben auch Angst vor dem, was kommt. Ne? Wir können das ja, was ich gemeint habe, eingangs, wir können nicht planen. Nee. Wir wissen nicht, kommt am 12. Januar oder am 17. Februar oder keine Ahnung, das wissen wir ja alles natürlich nicht, ja. Aber wir können uns mit ihnen unterhalten, wir können versuchen, sie zu unterstützen, soweit es geht. Ich glaube, so Führung ist jetzt gefragt. Ne? Führung Definitiv. Ist in der Krise noch viel mehr gefragt. Definitiv. Also Mitarbeitergespräche, Teammeetings, auch wenn wir manchmal als Chef selber nicht so ganz genau wissen, was antworten wir darauf, aber ihnen das Gefühl zu geben, dass da wir zu sein. Das, da zu sein für sie. Ja, ja, okay. Und es ist halt so, eigentlich ja, reden wir gerade nur über Probleme, über Sorgen, über Ängste. Und von daher finde ich es umso schöner, das in so einem Umfeld mal zu machen. Also ja, ich gell, selber das durfte stimmt, mich immer für drei Tage Also es ist natürlich heute und, auch ein Wahnsinnswetter. Es ist sehr, sehr warm. Also ihr könnt auch sehen, ne, die Sonne scheint uns ins Gesicht. Wir werden also nicht allzu lange sprechen, weil dann können wir beide nicht mehr hier in der Sonne zu sitzen. Aber ich bin das ja schon ein bisschen gewohnt. Gibt es was Schönes? Gibt es irgendwas, wo wir sagen, Leute, unsere Branche... Die Branche ist nach wie vor, als die Bäcker oder? Die Branche an sich ist toll, also da gibt es ja mal gar nichts und ich glaube, dass die Branche natürlich überleben wird, weil die Menschen wollen nach wie vor schön aussehen, die Menschen wollen nach wie vor stylisch sein und vielleicht kommt der Kunde nicht mehr 6-mal im Jahr oder 5-mal im Jahr, vielleicht kommt er noch 4-mal im Jahr, aber der Kunde wird weiterhin kommen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Aussage, weil es gibt ja auch die Sache, dass in einer Krise eigentlich die Beauty-Branche relativ gut durchgekommen ist. Es gibt ja diesen sogenannten Lipstick-Faktor. Ne? Also auch im Krieg haben die Frauen sich Lippenstifte gekauft und vermehrt auch. Weil wenn man nicht mehr in Urlaub fahren kann, wenn man sich bestimmte Sachen nicht mehr leisten kann, dann möchte man sich aber trotzdem den Friseurbesuch leisten. Das kleine bisschen Schönheit. Und ich hoffe natürlich auch so ein klein wenig darauf, dass wenn da draußen jetzt ganz groß Krise ist, dass unsere Branche nicht ganz so arg beutelt, wie es
wie es in anderen Branchen ist. Also was wir im Moment halt von den Bäckereien hören, das ist, glaube ich, so richtig wahr. Auch da gibt es Unterschiedliches. Ja. Wir haben uns mit einem Bäcker unterhalten, wenn eine Kundin da ihren Vater ist Bäcker. Und ja. er sagt, er hat gar keine Angst vor der Krise. Okay. Auch interessant. Ne? Ja, also es ist, fand ich auch super toll und habe ich bei einer Roadshow auch schon mal weitergegeben. Der sagt, ich backe anders in der Taktung. Dadurch, man kann an ganz vielen Schrauben und Hebeln noch drehen. Ne? Es gibt jetzt auch einige Friseure, die machen eine 3-Tage-Woche, ja. um eben 2 bis 4 Tage den Laden zuzulassen, um Energie zu sparen. Auch ja. das ist eine Möglichkeit. Ich kann natürlich morgens ja. von 6, aber letztlich habe ich den gleichen Stromverbrauch. Ne? Ja. Also da bin ich auch sehr differenzierter Meinung. Da weiß ich, dass ich das in den nächsten Wochen nochmal aufgreifen werde. Dieser Trend hin zur 4-Tage-Woche, für Mitarbeiter manchmal 3-Tage-Woche. Also, den Trend an sich finde ich cool, aber nicht wegen Energie. Nein. Nicht wegen Energie, ja. Also ich befürworte, oder was wir ganz cool finden, ist auch, wenn Mitarbeiter autark arbeiten, dass sie letztlich sich auch aussuchen, zu welchen Wahnsinn. Uhrzeiten, dass sie arbeiten können. Ne? Ja. Wir haben einen Salon schon vor Jahren in Magdeburg begleitet. Ich mache das schon jahrelang. Also, dass der Mitarbeiter vollkommen selbst seine Termine macht, seine Schichtplanung macht, so natürlich. Wie er seine Kunden hat. Genau. Und so. Das ist ja das Thema auch, differenzierte Arbeitszeitmodelle. Genau. Und das ist schön, das zu hören, dass das an verschiedenen Stellen funktioniert sehr, sehr gut sogar. Ich glaube, das ist so das, was jetzt eben angesagt ist, sehr differenziert seines Preises, seines Arbeitszeitmodelle, seines Öffnungszeitenmodelle zu sagen. Gibt's ja, ein also Thema? Wie gesagt, wichtig ist, keine Angst zu haben, die Preise anzupassen. Und ich liebe das Wort eben Wertschätzung, sich selbst es wert zu sein. Ja, ja. Das ist was wir bei uns in der Beratung auch sehr, 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 sehr häufig thematisieren. Das heißt, sie einfach wert. Also viele wissen ja, dass ich mit dem Auto nach Teneriffa gefahren bin. Ja. Und davor haben wir das Auto so einen Check machen lassen. Mhm. Und dann habe ich den Autohändler da gefragt, was die Arbeitsstunde, der hat gesagt, ich habe mal gestalkt, was ihr so macht. Ihr macht Beratung in der Friseurbranche und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, was kostet ihr einen Haarschnitt? Und dann sagt er 20 Euro. Sage ich, da kommt der Friseur nicht so weit. Ja. Und dann hat er gesagt, naja, aber ich meine, dann sagt er, was will man groß machen? Also eine halbe Stunde Arbeit? Das ist eine halbe Stunde Arbeit. Und was kostet bei Ihnen denn die Arbeitsstunde? Dann sagt er, zwischen 130 und 150 Euro. Aha. Sagt er, ah ja, aber Mercedes geht es bei 180 Euro los. Ich sage, ach so, der Friseur soll für 40 Stunden arbeiten. Aber genau das ist das Problem. Ne? Diese sich hinstellen und sagen, ich bin es mir wert. Mhm. Ich bin es mir wert, diesen Preis aufzurufen. Ich habe einen tollen Beruf erlernt, ich habe viele Weiterbildungen besucht und ich möchte 80, 100, 70, keine Ahnung, was bei der Kalkulation rauskommt, in der Stunde umsetzen. Ja. Diesen Preis möchte ich generieren. Wobei ich da manchmal auch so denke, dass es auch sehr ambivalent ist. Auf der einen Seite ist ja die Frage, was wir als Friseure uns wert sind, wo wir sagen, unsere eigene Arbeit zu wertschätzen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch noch einen Markt, wo Menschen, wo draußen, wo eine Gesellschaft draußen bereit sein muss, einen gewissen Preis zu zahlen. Also ich meine es jetzt in Extremen. Also pass auf, die Branche ist so, so groß und es wird niemals nur Friseure im gehobenen Preissegment geben. Es wird immer Friseure geben, die sich in einem geringeren Preissegment befinden. Und es muss auch da bleiben. Ja. Aber wenn ich für einen Damenhaarschnitt 28 Euro nehme, dann muss halt auch der auf 32 angepasst werden. Ja, ja, ja. Ne, das ist mal gar keine Frage. Also in dem Segment, wo ich mich bewege, habe ich auch entsprechende Kosten. Mhm. Also egal, wo ich bin, ich muss einfach einmal nachrechnen. Und das hat wieder was mit Positionierung zu tun. Ne? Also wie bin ich positioniert? Absolut. Ne? Absolut. Ja. Aber ich wollte auch mal so sagen, manchmal ist es ja tatsächlich so, wenn wir bei Seminaren uns treffen, unter uns Fachleuten, dann sprechen wir ganz oft über Wertschätzung, über Preis, den wir halt haben müssen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich sehe, naja, da draußen gibt es auch noch eine Gesellschaft, die bereit sein muss, das zu bezahlen. Da bin ich auch mal gespannt, naja, gut, wie aber, jetzt die... jetzt nehmen wir mal die Haarschneiderei in Hoyerswerda. Hoyerswerda, wie viele Einwohner? 32.000. Okay. Und die 32.000 Einwohner, wenn die essen gehen, gehen die immer ins gleiche Lokal? Wir haben gar nicht so viel Lokal. Aber das ist, glaube ich, nicht die richtige Stimmt, Antwort. Tatsächlich. Wir haben kaum eine Gastronomie bei uns. Im November bei Heiko, ich habe gesagt, wenn es ein Ende der Welt gibt, dann ist es ein Hoyerswerda. Genau, es gibt tatsächlich bei uns auch gar keine, also kaum Gastronomie. Ja, ich wollte dir damit eigentlich nur suggerieren. Also, ja, du wolltest eben auf die wählt, Differenzierung eingehen. Ja, der Kunde wählt, ob er eben im Dönerladen einen Döner essen geht oder ob er im 5-Sterne-Lokal oder 3-Sterne-Lokal zum Essen geht. Und der Kunde wählt. Da geht es schon mal los. Friseure denken immer zu sehr
kundenlastig. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, weil wir immer so mit dem Kunden mitdenken. Und wir ich verstehe das ja, ich verstehe das ja. Ich falle immer wieder selber in diese rein. In die. Ist ja nicht so, dass wir nicht auch an unsere Kunden denken. Ja, ja. Aber letztlich muss es halt schon so sein, dass man für sich ein Stück weit auch kalkulatorisch auch mit dem Hintern von der Wand kommt. Ne? So, ich muss mal gucken hier, Marion, dass hier auch wirklich tatsächlich alles noch läuft bei uns. Rein von der Aufnahme her. Ja, also auf alle Fälle sehr, sehr schön, dich über unsere Branche hier in dieser schönen Atmosphäre, und so. Oder? Und ihr macht es nächstes Jahr wieder, also Mai. Genau, im Mai fest. 15. bis 22. Mai. Ja. Und im September vom 25. September bis 2. Oktober. Wie hat es dir denn hier gefallen, wenn ja, super. Ich auch eine Frage stellen darf? Also super, weil natürlich erstmal in diesem Ringsherum zu arbeiten sehr, sehr schön ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch der Austausch unter Kollegen, weil solche Seminarformate, die gerade über mehrere Tage gehen, führen ja doch nochmal dazu, dass man sich noch intensiver miteinander austauscht unter den Kollegen. Weil klar, bei so einem Tagesseminar, Halbtagesseminar, fährt man hin, hört sich was an, geht ein paar Gedanken zurück. Und wenn man hier aber mehrere Tage miteinander verbringt, dann sind natürlich auch die Gespräche nochmal intensiver. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gestern auch gemerkt habe, Abend, was für jeden Teilnehmer unheimlich wertvoll ist. Ist so, mal, ja. Mal miteinander mehrere Stunden zu haben. Und ja, von daher, wir blenden hier unten nochmal in den Shownotes, wie es so gut heißt, die Links ein, wo ihr euch über das Seminarformat informieren könnt, wo ihr euch über die Friseurberater informieren könnt. Und dann denke ich mal, wird vielleicht der ein oder andere im nächsten Jahr auch hier. Sehr gerne. Wir werden hier, also wer dabei sein möchte, wir gehen diese Woche voraussichtlich noch in Werbung. Wir bieten übrigens auch Ratenzahlung an. Ja. Weil unser Seminar kostet definitiv 2.890 Euro. Hat auch einen Wert. Ja, muss es haben. Ja, genau. Allein Flüge kosten heute zwischen 500 und 700 Euro. Genau, also bei dem Preis ist der Flug dabei. Der Flug ist dabei, ganz genau. Ist alles dabei. Wichtig. Genau, genau. Alles dabei. Essen, All-In, alles, was man braucht. Genau. Man braucht dann eigentlich nur noch gute Laune, gute Ideen und den Offenheit, Austausch. Genau, weil es ist ja, also was alles stattfindet, du hast schon gesagt, Frank Bormann ist dabei, wir haben Calligraphie, gerade habt ihr, Hochstecken war gestern gewesen, genau, Haarschnitt ist heute, was gerade eben läuft. Ne? Dann noch so ein paar, so jemand wie wir, die was so über Arbeitsabläufe erzählen. Richtig. Also Portfolio, ein Potpourri von allem, was man für den Salon Genau, hat. Wir haben jetzt im Mai wieder das Seminar, wie wir es jetzt gerade anbieten, weil wir können nicht 100 Leute auf einmal mitnehmen, das funktioniert nicht, wir müssen es schon aufteilen. Wir machen immer zwei Seminare hintereinander das Gleiche und dann im September ist wieder ein neues Seminar. Mhm. Ja. Genau. Gut, also liebe Kollegen, ich hoffe, wir haben ein paar Anregungen gegeben wieder und vor allen Dingen auch ein kleines Stück weit die Angst genommen, weil das ist das, was am meisten gerade macht. Definitiv, also gebe ich auch gerne nochmal an die Kamera. Leute, habt keine Angst. Entscheidet teilweise. Natürlich kann ich nicht den Kopf in den Sand stecken und machen, als gäbe es gar nichts. Ja. Aber dreht bitte nicht durch. Ne? Es gibt immer einen Weg und es gibt für jedes Problem gibt es eine Lösung. Oder für jede Lösung gibt es ein Problem. So geht es, glaube ich. Ne? Okay. So, und jetzt nicht vergessen, wenn ihr das erste Mal hier dabei seid auf dem Kanal, dann unten einfach den Kanal abonnieren und die Glocke und dann sehen und hören wir uns demnächst wieder. Und alles Gute, passt auf euch auf und kommt gut in den Oktober rein. Ciao, ciao. Danke, liebe Marion. Vielen Dank dir.